Hey, Kinder, seid ihr alle da? Krax wird jetzt ein YouTube-Star! Ja, Kinder, auch von meiner Seite herzlich willkommen am Donnerstag. Aber ihr habt schon gemerkt, der Trax hat, glaube ich, ein bisschen in der Witzkiste übernachtet. Aber wir haben immerhin schon die dritte Ausgabe der Trax-Show. Heute mal ein ganz wichtiger Tipp zu Beginn. Viel Obst essen. Davon bleibt ihr gesund und könnt so dumme Krankheiten wie Corona oder Grippe viel leichter abwehren. Hier seht ihr bereits die ersten Reaktionen von euch selber, nämlich Fotos oder auch ein kurzes Video, wie ihr fleißig arbeitet. Danke! Das war urcool. Ich habe mitgemacht, ich habe Mathematik gemacht und ich liebe Trax, ich kenne Dumbo. Liebe Grüße, Daniel. Okay, Richard, liebe Grüße, Marcello. Und heute wollen wir gleich mit Deutsch beginnen. Und zwar erkläre ich euch, wann ein Wort mit großen Buchstaben am Anfang geschrieben wird. Viele Wörter alleine oder in einer Gruppe. Was das bedeutet, wirst du heute noch erfahren. Du siehst schon, hier sind manche Wörter mit einem großen und manche mit einem kleinen Anfangsbuchstaben geschrieben. Warum das so ist, ist gar nicht so schwer zu verstehen. Wörter, die ein Ding, ein Tier oder einen Namen bedeuten, die schreiben wir immer groß. Und manchmal haben diese Wörter auch einen sogenannten Begleiter, nämlich die kleinen Wörtchen, der, die oder das. Ich werde jetzt hier bei diesen Wörtern auch die Begleiter dazu schreiben. Bei der Stunde ist es das Begleitwörtchen die. Wir sagen der Rabe. Wir sagen der Affe. Glaubst du, kommt hier auch ein der, die oder das dazu? Und auch warum nicht? Ah ja, ich habe schon gehört, da sagt mir jemand, ja, das ist ja ein kleines F. Ein kleines F bekommt keinen Begleiter. Es heißt nicht der fleißig, die fleißig oder das fleißig, sondern wie arbeitest du heute zu Hause? Richtig, fleißig. Turnen bekommt auch keinen Begleiter und schreiben wir klein. Turnen ist ein Wort, das dir sagt, was du gerade tust. Du turnst. Haben wir heute auch noch vor uns. Laufen ist ja auch klar. Das tust du. Das Wörtchen ich ist natürlich wichtig für dich, aber wir schreiben es klein. Und schön sagt dir auch wieder, wie etwas ist. Also, Wörter, die ein Ding, ein Tier oder einen Namen bedeuten, schreiben wir immer groß. Die zweite Regel, wann wir immer groß schreiben, ist ein Satzanfang. Woran erkennst du eigentlich einen Satz? Ich hab's vergessen, ich geb's zu. Wir machen ja diesen Punkt immer rot. Und ein Satz ist es dann, wenn am Ende ein Punkt steht. Und der Satz erzählt dir auch etwas. Das Wörtchen die Stunde erzählt dir noch nichts. Aber Trax ist frech. Stimmt erstens und zweitens erzählt es dir etwas. Ich bin ja gar nicht frech. Gib Ruhe, du vorlauter Vogel. Der zweite Satz, auch der wird am Anfang groß geschrieben und da siehst du schon, das Wörtchen in ist eigentlich keines von diesen Namenwörtern oder Hauptwörtern, die wir immer groß schreiben. Denn Wörter, die wir immer groß schreiben, nennen wir Namen oder Hauptwörter. Und in ist kein solches. Aber es steht am Satzanfang und deswegen schreiben wir es groß. Wenn das Wörtchen in hier dazwischen stehen würde, schreibst du es nicht groß. Und ansonsten siehst du in diesem Satz, in der Klasse lernen alle Kinder
Leider nicht gerade heute, weil ihr zu Hause lernt, aber genauso fleißig, haben wir zwei Namenwörter versteckt. Du siehst es an dem, dass wir sie groß schreiben. Die Klasse und die Kinder. Falls du es nicht ganz verstanden hast, kein Problem, frag mich in der WhatsApp-Gruppe. So, liebe Kinder, nachdem ihr jetzt erfahren habt, welche Wörter man immer groß schreiben muss, wollen wir mal schauen, ob ihr euch es auch gemerkt habt. Auf dieser Tafel sind alle Wörter klein geschrieben, aber es sind ein paar versteckt, die man eigentlich groß schreiben sollte. Und zwar alle. Dinge, Tiere oder auch Namen. Und dann werden wir mal schauen, ob ihr die richtigen herausfindet. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Wer von euch weiß denn, was Boot bedeutet? Kleine Hinweise, jawohl, und es ist natürlich etwas, mit dem man auf dem Wasser fahren kann. Ist ein Boot ein Ding? Du hast es richtig vermutet, ein Boot ist ein Ding. Das heißt, wir müssen hier ein großes Ö machen und ich werde auch den richtigen Begleiter gleich dazu schreiben und der heißt das. Schauen wir uns das Wörtchen Rennen an. Ist das ein Ding? Aha, ich sehe schon, einige schütteln hier den Kopf in den Zimmern zu Hause. Natürlich, Rennen, das tust du. Das nächste Wort, Buch. Du hast es richtig vermutet. Ein Buch ist ein Ding, man kann es in die Hand nehmen. Und deswegen schreiben wir es groß. Und es hat auch den Begleiter das. Ja, die Stunde ist noch nicht aus, auch wenn es geläutet hat. Aber du weißt schon, wir sind in der Schule und da läutet es manchmal. Schauen wir uns das Wörtchen lustig an. Ist das ein Ding? Du hast es richtig vermutet, es ist, wie du bist. Bist du gerade lustig? Das ist fein, dass du lustig bist, denn traurig sein sollte man nicht. Lesen. Ist das ein Ding? Nein, man tut es auch. Also auch nicht groß schreiben. Gehen. Stimmt, auch das tut man. Das nächste Wörtchen. Auto. Das aber jetzt ganz schnell. Natürlich ist ein Auto ein Ding. Also ein großes A. Und Auto hat auch den Begleiter das. Tiere. Sind das Dinge? Eigentlich nicht. Aber wir haben gesagt, auch Tiere und Personen schreiben wir immer groß. Also auch Tiere bekommt ein großes T. Und das war's auch schon wieder von unserer heutigen Deutschstunde. Viel Spaß beim selbstständigen Weiterarbeiten, beim Lesen, beim Buchstaben üben. Und ich habe deinen Eltern in der WhatsApp-Gruppe einen Link geschickt zu Jung Österreich. Da kann man die Spatzenpost und die Mini-Spatzenpost am Computer lesen. Viel Spaß auch dabei. Hallo Kinder, heute am Donnerstag gibt es den zweiten Teil unserer Turnübungen. Die kannst du dann mit denen vom Montag gemeinsam machen. Das geht, das schaffst du. Die erste Übung ganz einfach, ganz locker am Strand laufen und dann heißt's Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt. Das Ganze 10-mal mit dem rechten und linken Fuß abwechselnd. Und weiter geht's mit Schnurspringen ohne Schnur. Ja, das ist gar nicht so schwierig, wie es ausschaut.
Kannst du alle springen, natürlich. Hopp, hopp. Schnur springen ohne Schnur. Schau mal, wie viele Wiederholungen du schaffst. Ich höre jetzt irgendwann mal auf, sonst kann ich euch keine neuen Übungen mehr zeigen. Wie du siehst, habe ich über die nächsten Übungen eine Unterlage geholt. Das habe ich nur deswegen, weil ich im Turnsaal bin. Du kannst das zu Hause ruhig am Teppich oder auch im Bett machen. Erste Übung. Wir beginnen im Kniestand. Wir beginnen in der sogenannten Bankstellung. Dann heben wir gleichzeitig rechten Arm und linkes Bein. Schauen, dass wir nicht umfallen. Senken beides langsam ab. Dann gegengleich. Linken Arm und rechtes Bein. Kleiner Tipp, wenn du es nicht gleich und einmal schaffst, beginne mit dem Arm und dann das Bein. Aber irgendwann schaffst du es ganz sicher gleichzeitig. Immer die Position ein paar Sekunden lang halten, ohne zu wackeln, ohne umzufallen. Und für die Profis unter euch gibt es diesen Superman, so heißt diese Übung nämlich, auch ein bisschen schwieriger. Da sieht die Geschichte dann so aus. Ausgangsposition. Und jetzt führen wir unter dem Körper den Ellbogen und das Knie zusammen, ohne den Boden zu berühren. Gehen wieder in die Ausgangsstreckung. Das Ganze noch einmal. Dann versuchen wir es mit anderen Armen, anderen Fuß. Genau das gleiche. Ellbogen zum Knie bringen oder Knie zum Ellbogen. Wieder strecken. Noch einmal. Strecken. Und wieder absetzen. Und das wird jetzt ein Liegestütz. Hoffentlich lande ich nicht am Bauch. Eine ähnliche Übung, aber da macht ihr bitte immer was anderes dazwischen, ist das sogenannte Plank. Da beginnen wir aus der Bauchlage. Wichtig, Unterarme liegen schon am Boden. Und jetzt bringen wir den Körper in Streckung und halten diese Position so lange wie möglich. Das heißt nicht so lange wie möglich, ein paar Sekunden. Schau, dass dein Körper ganz gestreckt bleibt. Absenken, tief und fest ausatmen, nie vergessen beim Turnen. Und ein zweiter Versuch. Den Körper in Spannung bringen. Das Brett oder der Plank. Die nächste Übung beginnt folgendermaßen. Ganz normaler Stand, Zehenspitzen beieinander. Und jetzt senken wir beim möglichst gestreckten Knie die Arme so weit wie möglich, bis wir den Boden haben. Dann gehen wir mit gestreckten Knie nach vorn. Und bleiben dann mit den Armen und versuchen die Füße wieder nachzuführen, bis wir wieder hochkommen. Die nächste Übung nennt sich der Krieger. Klingt wild, ist aber nicht so wild. Beginnt mit einem leichten Schritt nach vor. Wir senken das Knie ab, aber nicht bis zum Boden. Stellen beide Hände auf den Boden, drehen einmal diesen Arm hoch. Stellen ihn wieder ab und dann diesen ab. Dann stellen wir den Fuß bei. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Und da geht es dann so. Fuß vorstellen, Knie absenken, Hände auf den Boden, aufdrehen und aufdrehen. Das Ganze machen wir fünfmal. Links und fünfmal rechts. Jetzt darfst du mal kegeln. Natürlich hast du zu Hause keine Kegel, aber du kannst ein Buch auf deinen Karton
was auch immer, was man umschieben kann. Du darfst verwenden, alles was du hast, zum Beispiel den Ball. Komm mal hier drauf ein. Auch schon ein Frisbee. Ah, nicht ganz. Einen zusammengerollten Socken. Getroffen. Und wenn du nichts mehr hast, dann nimmst du einfach einen Schuh und kriegst das letzte Ding um. Viel Spaß bei der nächsten Turnstunde, die wir heute gerade gemacht haben. Ich hab's dir ja schon versprochen. Wir werden in Mathematik auch mal was ganz Neues machen, selbst wenn ihr zu Hause sitzt. Deswegen bitte jetzt ganz besonders gut aufpassen. Dazu brauchst du jetzt ein Trax-Buch, Teil B, Seite 98. Hier habe ich schon, Seite 98, Trax-Buch, Teil B. Wir machen da jetzt ein bisschen was gemeinsam, und zwar zunächst einmal die Rechnung aus der Nummer 1, 6 plus 7. Wenn ich hier meine Plättchen auflege, dann lege ich zunächst einmal ganz links im Bild, lege ich 6 Plättchen in Blau. Hier haben wir unsere 6 Plättchen in Blau. 7 rote kommen dazu. Und ich lege einfach in der Zeile weiter, einmal bis 10. Da haben noch wie viele rote Plätzchen Platz? Genau, 4. Das heißt, ich muss noch 3 Plättchen in der zweiten Reihe legen. Und daher sind es für die erste Reihe wie viele zusammen? Genau, 10 plus 3 und das ist 13. Die zweite Möglichkeit ist es, im 20er-Feld die 7 roten Plättchen unten anzulegen. Und das siehst du jetzt im Bild ganz rechts besonders gut. Ganz rechts bei Nummer 1, das ist dieses Bild. Und jetzt wissen wir auch, das sind 5. Das sind 5, 5 plus 5 sind wieder 10 und hier liegen noch 3, also sind es wieder 13. Hast du das verstanden? Gut, dann versuchen wir die erste Rechnung von Nummer 2. Versuchen wir es gleich mal auf diese Weise. 6 blaue Plättchen. Für 6 plus 5, ich muss das hier nur mal ausbessern, ein roter Fünfer, ich hoffe, du kannst ihn gut sehen, 5 plus 5 sind wieder 10 und eines mehr, das heißt, das Ergebnis heißt 11. Schauen wir mal, ob wir auf die andere Weise auf das gleiche Ergebnis kommen. Wir haben unsere 5 roten Plättchen und legen sie in einer 10er Reihe an. Da bleibt mir eines über, das muss in die nächste Reihe. Diese Reihe sind 10 plus 1 ist 11. Genauso funktionieren alle anderen Rechnungen auf der Seite 98 auch. Und ich glaube, jetzt kannst du die sogar schon ganz alleine lösen. Viel Spaß und gutes Gelingen. Ja, diesmal sitze ich mit dem Trax in der Nähe des Fensters, weil es draußen so schön frühlingshaft ist. Und nach Mathematik wollen wir uns heute mit dem Affen beschäftigen. Das Wort haben wir ja heute auch bei den Lesewörtern schon dabei gehabt. Sie sind unsere nächsten Verwandten unter den Tieren. Aber vorher wollen wir ganz kurz den Raben wiederholen. Da müsste ja unser Trax einiges wissen, oder? Ich kann singen! Hurra, hurra! Nicht schon wieder, Trax. Du singst nicht, du krächzt. Na gut. Also uns Raben gibt's auf der ganzen Welt. Wer weiß was? Weil wir so cool sind.
Ich bin so cool, ich bin so toll, ich bin der Drax vom Rabenstall. Weh dir, hör auf zu singen. Okay. Ich kann mit dem Schnabel Nüsse knacken. Und ich bin ja so intelligent. Ja, ja, das merke ich immer wieder. Aber nun zu den Affen. Die Affen. Viele verschiedene Arten. Von den kleineren Affen, Zwergseidenäffchen mit gerade mal 15 cm Länge, bis zu den großen Menschenaffen, Gorilla und Orangutan findest du auch in dieser Kartei, mit fast 2 Metern Größe. Vom Affen zum Menschen. Vor knapp 2 Millionen Jahren begannen sich aus den Affen Wesen namens Primaten zu entwickeln, aus denen im Lauf der Zeit der Mensch wurde. Greifen. Die Vorderhände und Hinterbeine, Füße der Affen sind ans Greifen angepasst. Schwanz. Menschenaffen haben keinen Schwanz mehr. Die anderen Affen meistens lange Schwänze, die bei der Fortbewegung zwischen den Ästen der Bäume zum Steuern dienen. Lebensraum. Affen bevorzugen waldreiche Gebiete, vor allem Regenwälder um den Äquator in Afrika, Asien und Südamerika. Tagaktiv. Fast alle Affen sind tagsüber aktiv. Ihre Nahrung besteht meistens aus Pflanzen. Kletterer und Springer. Im Turnen würden Affen eine glatte 1 bekommen. Gehen wir vielleicht einmal noch ein paar Wörter durch, die dir vielleicht nicht ganz klar sind, was sie bedeuten. Verschieden, glaube ich, sollten die meisten von euch verstehen. Jedes Wesen ist verschieden, also nicht gleich wie die anderen. Primaten, das ist ein wissenschaftliches Wort und bedeutet zwischen den Affen, die noch keine Menschen sind, waren dann die Primaten und daraus haben sich die Menschen entwickelt. Der Äquator ist sozusagen der dicke Bauch rund um die Erde. Die Erde ist ja wie eine Kugel. Oben und unten gibt es den Nord- und Südpol. Und da, wo die Erde am dicksten ist, wenn man von Norden hinunterfährt, da, wo die Erde am dicksten ist, da heißt es Äquator. Tagaktiv bedeutet, dass die Affen am Tag aktiv sind. Aktiv sein bedeutet etwas tun, etwas machen. Und ich hoffe, auch du bist wirklich aktiv beim Lernen und auch zwischendurch beim Bewegen, beim Rausgehen an die frische Luft. Das hilft dir nämlich ganz viel. Und das war's für heute. Liebe Leute, am Montag gibt's den nächsten Film. Bis dann. Tschüss. Und fleißig sein. Endlich mal habe ich das letzte Wort gehabt und nicht der Drax. Blödsinn, ich bin der Letzte. Juhu.